Also die Paarbeziehung ist ja der Beginn einer neuen Familie. La relation de couple marque le début d'une nouvelle famille. Wir sind in einer Familie aufgewachsen. Nous avons grandi dans une famille. Gehen aus dieser Familie hinaus. Nous partons de cette famille. Und gründen eine neue Familie. Et nous fondons une nouvelle famille. Und in der neuen Familie setzen wir fort, was wir in unserer Familie erfahren und gelebt haben. Et dans la nouvelle famille, nous poursuivrons ce que nous avons appris et expérimenté et vécu dans l'ancienne famille. Leben können wir nur in einer Familie. Nous ne pouvons vivre que dans une famille. Und jede Familie beginnt mit der Liebe von Mann und Frau. Et chaque famille commence par l'amour entre l'homme et la femme. Das ist der Beginn der Familie. C'est le commencement de la famille. Und aus dieser Liebe dann wächst die Familie in den Kindern. Et à partir de cet amour, la famille grandit au fond des enfants. Aber die Eltern und das Paar kommen aus verschiedenen Familien. Mais les parents, le couple, sont originaires de familles différentes. Und kommen aus anderen Traditionen. Sont issus de traditions différentes. Und so wie Mann und Frau verschieden sind, et comme l'homme et la femme sont différentes, und als verschiedene zusammenfinden müssen, et doivent se trouver alors qu'ils sont différents, damit die Beziehung gelingt, afin que la relation réussisse, müssen auch die verschiedenen Familien zusammenfinden. Les deux familles, elles aussi différentes, doivent se trouver. Also in der neuen Familie setzen sich die beiden Familien der Eltern fort. Ainsi, en la nouvelle famille, les deux familles des parents trouvent leur continuité. Und jede Familie ist eine Schicksalsgemeinschaft. Et chaque famille est une communauté de destin. Und was heißt hier Schicksal? Et le destin ici, que signifie-t-il? Was wirkt in einer Familie auf besondere Weise als Schicksal? Qu'est-ce qui devient d'une façon particulière destin au sein d'une famille? Die Toten. Les morts. Und zwar vor allem die ausgeschlossenen Toten. Et avant tout, les morts exclus. Die Abgelehnten. Refusés. Die wirken als Schicksal für die Nächsten herein. Ils ont un effet de destin pour ceux qui suivent. Und wie wird das Schicksal gewendet zum Besseren? Et comment retourner le destin dans un sens meilleur? Wie entgehen wir der Verstrickung durch ein schlimmes Schicksal? Comment échapper à l'intrication due à un destin grave? Indem diese Toten einen Platz bekommen in unserer Seele. En donnant à ces morts une place dans notre âme. Um nochmal zurückzukommen zum Bild